Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Klocks und wir spielen Crypto Echo Dancer Amplified und zwar mit der Zone 5, Cadence und so weiter. Ich verbuche mittlerweile den frühen Erfolg, diese Zone bereits bestanden zu haben. Mit Zufall und Glück und Rumstümperei natürlich. Von daher, wir werden weiter die Zone 5 laufen. Gerade die Schildträger, die Elektromagier und auch... irgendwas war noch. Jedenfalls, es bestehen noch Schwierigkeiten, gerade wenn die Kollegen dann unvermittelt auftauchen. Von daher schön weiter üben. Ja, die hier, genau, die Wolldämonen. Wo man weder vor noch zurück darauf, nachdem die auf einen zugekommen sind und man die entharrt hat. Und ich habe gerade eine Portion Nocturna durch. Das heißt, ich bin jetzt hier. Immer noch aus irgendeinem Grund der Meinung, dass ich zwei Felder Schaden mache. Scheiße. Naja, dafür haben wir ja mehrere Versuche. Ich renne einfach mal in Richtung Laden und hoffe aufs Beste. Zum Beispiel auf eine Keule. Eine Keule ist natürlich super. Knockback und so. Und ein bisschen mehr Wandgold werden wir genauso mitnehmen, um den Käse hier... den wir uns hätten eh leisten können, ist egal, aber den Helm nehmen wir natürlich auch mit. So, und dann haben wir den Shop leer gekauft. Schön. Selten kommt es vor, aber wenn es vorkommt, freut man sich natürlich. So, und jetzt hat dieser Zombie verhindert, dass ich dem Eye of the Beholder aus dem Weg springe. Das ist jetzt schon wieder nicht so schön. Also eine ganz tolle Sache hier. So, und werden wir weiterhin Diamanten sammeln oder nicht? Auch noch so eine Frage. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich hab letzte Folge ein bisschen durchgeguckt halt noch. Wer es gesehen hat, weiß das. Ob noch Sachen sind, die wir hier rausnehmen können aus den einzelnen Zonenläufen. Also beim Hausmeister, ne? Und da war relativ lang Mau. Von wegen, was könnten wir uns jetzt noch sparen? Deswegen habe ich es da erstmal gelassen. Langschwert, schön. Langschwert ist natürlich super. Können wir direkt die Keule ersetzen. Meiner Meinung nach, was ist denn das? Hat er mich geswippt? Leckt mich doch. Das wird Scheißfeld. Das kenne ich noch gar nicht. Hat er mir die Sachen ausgezogen? Alles. Das ist ja mehr als unangenehm. Auf dieses Feld muss ich achten. Genau wie auf alle anderen Felder. Selbstverständlich. Und wie gesagt, die Elektromagier. Also man muss den einfach nur ausweichen, den Elektroangriffen. Das ist das, was du machen musst. Das ist nicht das Einfachste, sondern das einzig Logische. Weil genau wie das Wasser, es trifft halt einfach und gut ist, ne? Das hast du jetzt auch gesehen, wenn es berührt, selbst mit einem Langschwertangriff, ist da Schicht im Schach. So, zurück, eins links und dann... Und dann angreifen. Auch das hatten wir letzte Woche schon festgestellt. Dass die beste Möglichkeit, den Wolldämonen entgegenzutreten, ist strippen, also scheren. Hallo Drache. Danke. Oh Gott. Ja genau, dich brauche ich jetzt ja unbedingt auch noch. Das hättest du wohl gerne. Kunden, alle auf einmal bitte. Jetzt hat die Taste nicht getroffen. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich mal die Taste nicht getroffen. Oh Gott. Ich habe völlig den Faden und auch die Sprache verloren. Ja, die Wolldämonen. Also erstmal scheren und dann zurück bzw. direkt links und rechts wegtreten, aus der Schusslinie rausgehen, um dann geradezu anzugreifen. Oh, wo ist er hin? Wo ist denn der goldene Power Ranger jetzt hin? Ach so, der hat mir sämtliche... Na toll.
sämtliche Lebensenergie in verfluchte Herzen verwandelt. Das ist ja total nett von ihm. Siehst du, da war ein perfektes Beispiel für den Woll-Dämonen, den Wollteufel. Bomben, Immunitätshelm plus 3 Bomben. Sehr gut, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. So, da ist er wieder. Und der goldene Drache. Na toll. Der ja so flott hinter uns die Wand setzt. Ja, da ist er. Fuck. Das war sehr eng, der Raum. Der war sehr eng. Also das macht er auch nur nach unten, ne? Nach oben und nach unten. Also du musst hier in den Drachentanz reingehen. Und wenn dann so ein hässlicher, abfarbender, fetter Schädel dazu kommt, ist das natürlich doof. Na gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Also es kann sehr positiv verlaufen. Ich hasse das Wasser. Es kann aber auch wirklich richtig schnell in die Hose gehen. Die Zone 5, Leute, die Zone 5. Doppelherz, doppelverfluchtes Herz, arg teuer heute. Mann. Gucken wir, glaube ich, erstmal die Schaufel. Oder ein Helm? Schaufel oder Helm? Ich glaube, in dem Level ist nicht so viel mit Schaufelbedarf. Also zumindest mit verbesserter Schaufel. Denn hier geht ja eigentlich so ziemlich alles kaputt, was man braucht. Deswegen, so, danke. Alter, immer diese, die Diagonalangriffe nerven mich am meisten. Die bringen mich irgendwie völlig aus dem Konzept. Na toll. Da ist er wieder. Dankeschön. Na, Gott sei Dank ist der Zombie so ein bisschen doof. So, Fragezeichen schreien, gerne. Gucken wir mal, was uns der Nicht-Dolch jetzt bringt. Schönen Tag noch. Welche Waffe macht denn auf einen Schlag fest kaputt? Und hat nur eine Reichweite von 1. Oh Gott, parieren! Ha! Parieren hat einen guten Hinweis gegeben. Obwohl ich mir immer noch nicht sicher bin. Parieren kann nur die Cutlass, bilde ich mir gerade ein. Aber die macht doch auf 2 Felder Schaden. Was ist mit dir? Der hat mich die ganze Zeit, der hat mich jetzt gerade irgendwie völlig ignoriert, mehrere Beats. Ich bin völlig überfragt, was die Waffe angeht. So, Doppelherz werden wir uns jetzt trotzdem mal holen. Ach, es gibt übrigens ein Achievement mit Cadence, irgendwie 12 Herzen, Quatsch, 10 Herzen zu haben. Weiß jetzt nicht, ob das auch verfluchte Herzen mit einschließt. Aber ja, das Achievement habe ich noch nicht. Wäre mal ganz nett. Wollen wir hier hinten noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Sind wir fertig mit dem Level? Ich glaube, wir sind fertig mit dem Level. Das ist ja auch mal schön. Nee, wir sind nicht fertig mit dem Level. Oh Gott. Was ist denn mit dir jetzt nicht in Ordnung? Na toll. Ist das zu viel verlangt, hier einfach mal ordentlich durchs Level zu moschen? Ich hätte gern noch die Truhe mitgenommen. Das gebe ich ja zu. Hallo Medusa, schön, dass du mitgekommen bist. Bringt das irgendwas? Doch, Tatsache, jetzt macht sie auf 2 Schaden. Jetzt macht sie auf 2 Felder Schaden. Das war gerade irgendwie noch nicht der Fall. Aber jetzt klar, wir haben die Cutlass. Und zwar nicht die normale Cutlass, sondern ich gehe mal stark davon aus. Oh mein Gott. Warte mal. Okay, warte. Toll. Nicht die normale Cutlass, sondern anscheinend die Obsidian-Cutlass, die mitscaled. Ich habe jetzt erstmal alles gefuttert, was hier geht, obwohl es nicht wirklich viel gebracht hat. Der Bombenhelm. Mist, so viel Essensgelumpe. Und eine Bombenhelm, ja toll. Ein Grubenhelm gegen den Bombenhelm. Ich glaube, da ist mir der Bombenhelm noch tatsächlich lieber. Dankeschön.
Ja, graben kann ich auch so. Hallo, Fallenkammer. Ich bin gerade ganz froh, dass Discord nicht auf meinem Bildschirm aufploppt. Wie man das so mit anderen Sachen hat und auch keine Geräusche macht. Rüstung. Ja, gerne. Und den hätten wir früher gebrauchen können, den verdammten Rucksack. Hätte ich nicht alles essen müssen. Obsidian Gutless ist ja geil. Schön, dass wir die auch mal finden. Ganze Bande hier. Ah, das hättest du gerne. Das hätte er wirklich gern. So, was haben wir denn hier? Kill Unverwundbarkeit plus Sprung. Heißt das, ich bin unverwundbar gegen Kills, also gegen One-Hits. Und spring jetzt aber. Oh Gott, ich bin gespannt. Ja, das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Alter, hässliche Elektromagier, der geht mir auch so auf die Eier. Weil Sachen abwehren ist ja eine Sache, das geht ja immer noch Klatsch. Aber den auch ausweichen müssen, ein bisschen wechseln, das ist richtig scheiße. Vor allem, wenn da irgendwie direkt mehrere Gegner im Weg stehen. Der Killsprung geht mir auch gerade voll auf die Nüsse. An sowas bin ich gar nicht gewöhnt. Weil immer so unvermittelt auch Schaden kriegst dadurch. Gottes Willen. So, ja, ich hätte jetzt gerne die zerbrechliche Axt. Definitiv. Kannst du sie mir bitte einpacken? Nutze später. Glasspeer, was ist denn heute los? Alle so nützliche Sachen. Jetzt kommt wieder diese Phase, wo mir der Beat so schnell ist, um da gedanklich mitzukommen. Bombenhelm gegen Monokel? Nee, ja. Oh, die Rüstung nehmen wir aber mit. So schnell wie möglich auch aus der Reichweite weiter von dem Drachen raus. Ach, der tut gar nicht Feuer an. Das wusste ich nicht. Der macht gar kein Feuer. Und setzt wirklich auf seine Goldwand da. Das ist ja interessant. Das wusste ich nicht. Da ist ja viel besser mit dem zu dealen. Mit dem umzugehen, denke ich mal, hoffe ich mal, glaube ich mal. Zumindest kann man da ein bisschen besser vorausschauen. Meine Fresse. Noch jemand? Natürlich. Toll. Wäre schön, scheiße. Wäre schön, wenn da jetzt was zu essen drin gewesen wäre. Mann. Alter, der Zombie geht mir gerade voll auf. Oh, stärker Fackel. Ja, gerne. Warum habe ich ihn jetzt kaputt gekriegt? Jetzt mache ich irgendwie so 3, 4, 5 Schaden oder so. Interessant. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert mit allem. Ich gehe mit dem Flow. Eigentlich könnten wir auch direkt schon uns den Chef vornehmen, aber jetzt habe ich richtig wenig Leben gerade. Haben wir hier noch Glasspeer, stimmt. Ja, aber ich glaube, mehr Leben kriege ich auch nicht. Na gut. Fortissimo! Fortissimo! Wir sind gespannt. Das lief doch ganz gut. Ach so, stimmt. Warte. Unkoordiniert mit den Bomben um sich geschmissen. Naja, aber trotzdem noch geschafft. Super. War das ein makelloser Sieg? Geil. Gut. Lauf beendet. Wir haben es doch tatsächlich mal wieder geschafft, durchzukommen. Rumgestümpert wie eh und je.
Und geschafft dadurch. Interessant. Das verfluchte Herz hat uns hier den Tag gerettet. Und wir machen einfach mal, wir hängen noch mal einen ran. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ja, Übung ist nämlich definitiv hier nötig. So. Wisst ihr? Genau das bloß besser. Genau dieses bloß besser. Oh Gott, zwei von den Elektrovögeln. Und schon wieder der Drache. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Was macht man gegen den? Kann er nur einmal die Wand spawnen? Oder kann er ihn einfach mal einschließen? Oh. Den Drachen könnte man sich eventuell mal im Boss-Training vornehmen. Gucken wir mal. Weiß nicht, ob ich das auf die Kamera packe, aber mal sehen. Wahrscheinlich nicht. Amulett der Bombe. Was soll denn das sagen? Ich glaube, das sind größere Bomben. Oder so, mit einem größeren Wirkungsbereich. Was ist denn hier schon wieder los? Hallo? Leute. Alter, mich geht's ja wohl gut. So, jetzt sind wir hier ganz alleine, Schnuckiputz. Und da werde ich einfach mal im Boden tanzen. Das ist hier nämlich ein Dance-Off, wisst ihr? Ja, nimm das. Ach ja. Dance-Off Zone 5. Oh, Lebenszauber. Schön. Elektromagier, mein alter Erzfeind. Danke, ja, komm mal einfach mit. So, Shop. Hoffentlich hast du was Gutes. Käse zum Beispiel, sehr gut. Mahlzeit. Die Kiste können wir uns auch noch leisten mit einer ganz tollen neuen schmelzigen Katze drin. Aber die Rüstung nehmen wir natürlich auch gerne mit. Kommst durch die Tür und kriegst erstmal eine Wasserbombe ins Gesicht. Ich meine, die neunschwänzige Katze ist nicht schlecht, aber ich finde das immer sehr verwirrend, wenn du peitschenmäßig angreifst, während dich weiter bewegst halt. Es ist ein Vorteil, aber es trifft mich immer sehr unkoordiniert und sehr unvorbereitet. So macht man das. So macht man es nicht. Gut. Krieg ich das Fass? Na klar, krieg ich das Fass. Wir haben ja Bomben in der Nähe. Käse schon wieder. Geil. Mann, hoffentlich kotzt du nicht von dem ganzen Käse. Gut, nee, gehen wir weiter, wa? Mehr ist nicht. Das lief super. Ist das jetzt so ein bisschen das Problem? Kommst nicht vernünftig um die Schildträger rum, erst recht, wenn sie mehrere Lebenspunkte haben. Und das genauso, also das ist echt eine Gewöhnungssache. Ja, wechsle ich auf das lange Schwert. Wechsle ich auf das lange Schwert? Das ist eine gute Frage. Würde es tatsächlich riskieren? Ist kein großes Risiko. Das Monokel nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ja, was uns alles zeigt, was hier so im Level noch so rumliegt. Total toll. Zum Beispiel, dass wir uns nicht die, dass wir uns zum Beispiel die Kiste ersparen können drüben. Wer hat denn da jetzt den Laden aufgemacht? Mann. Okay, läuft. So viel dazu, dass wir uns die Ecke sparen können. Aber den Ring nehmen wir natürlich noch gerne mit. Wir haben noch keinen anderen. Automatischer Schildring, leider nur einmal. Dankeschön. Und da war er auch schon. Aber ja, hat ja geholfen.
Hat ja gut geholfen. Wo ist denn jetzt die Treppe? Waren wir überhaupt schon mal der... Oh, hallo. Gucke an. Der Schrein sagt mir auch gerade überhaupt nichts. Eine Bombe im... Boah, was macht denn die Wasserkugel bei sowas immer? So, was haben wir da drin? Verliere Items, erhalte Gesundheit. Nee, eine Bombe hätte ich gerne. Ach so, ach, guck mal hier. An die wir leider nicht rankommen. Scheiße. Ist doch so nichts in der Nähe. Hallo? Ja, kannst du den bitte kaputt machen? Leider nein. Danke, das hätte ich, damit hätte ich rechnen müssen. Oh, darauf habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Dass das Lied hier so schnell rum ist. Oh Gott, zwei von euch, meine Fresse. Oh Gott. Blitzexplosion. Glasbreitschwert. Ach ja, gerne doch. Nicht. Das ist mal schön vergessen. Ja, alles schön in die Falle schubsen. Klasse. Den Ei auf die Beholer können wir uns schenken und sparen. Also angenehm mit zweier Angriff. Gott, das ist echt ein Hin- und Hergefriemel mit denen. Gibt es da eine bessere Taktik für? Glaube nämlich nicht. Beziehungsweise ich kenne keine. Oh, durchdringen Ring, das ist eine bessere Taktik. Für 150. Gerne, klar. Die Rüstung würde ich auch gerne noch mitnehmen, aber ich habe keine weitere Bombe. Leider. Und das Gold, ich weiß nicht, welche Fallentaste da drunter liegt. So. Shit. Jetzt können uns nämlich die Schildträger mal mit dem durchdringenden Ring. Toll. Oh mein Gott. Reicht's für die Fässer? Nee. Kiste meine ich. Meine Warte. Gleich habe ich's. Gold. War total hilfreich. Haben wir noch was? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Nein, hier nicht, da nicht. Hier war die Fallenkammer. Ne, hier war natürlich keine Fallenkammer. Das war das andere Level. Ansonsten, ja, auf zum Chef hier. Eisdrache. Toll, danke. Ja, hau mir doch noch ein bisschen mehr auf die Fresse. Ah! Das macht er doch mit Absicht. Scheiße. Wäre der Elektromagier nicht gewesen, wäre ich nach unten gegangen. Hätte ein bisschen mehr Platz gehabt dann letzten Endes. Und dann hätte es geklappt. Und dann hätte ich das Spiel geschafft. Hm. Na gut. Zurück zur Lobby. Wäre es gewesen? Geh nochmal ganz schnell beim Hausmeister gucken. Ach stimmt, wir haben ja auch jetzt diesen Diamantenkäufer. Habe ich völlig vergessen. Was ist das für eine Schriftrolle? Ich würde am liebsten die Axt rausnehmen. Gib dir, was du brauchst. Warte mal, ich schmeiß jetzt mal die Axt raus, weil ich mag die einfach nicht. Und ich glaube, auch die neuen Schwänzige werden wir rausnehmen. Also für zukünftige Single-Zonenläufe. Die Peitsche können wir lassen. Verfluchte Potion mag ich eigentlich auch, wenn ich sie finde. Länger werde ich mich jetzt hier erstmal nicht aufhalten. Gut. Das wäre es gewesen. Mit dem Zone 5. Mit der Zone 5 Episode von heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich über jegliche Kommentare. Und ja, wenn es gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Tschüss.